Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten. Wir haben heute den 13.10.2018. Vor ein paar Tagen habe ich auf meiner Instagram-Seite ein Foto veröffentlicht von einem Sheikh. Und zwar unter der Überschrift Abendessen. Da steht noch eine Rezeptur dabei. Ich hatte schon vorher bei Instagram Fotos veröffentlicht von einmal Frühstück. Das war Pumpernickel und Käse. Und Mittagessen. Das war Haferflocken, Weizenkeimlinge, Walnüsse und Erdnüsse. Die beiden Fotos kamen auch ganz gut an. Aber zu dem Shake habe ich einige ziemlich kritische Kommentare zu hören bekommen, dass das abscheulich wäre oder so. Nun ja, und ob ich das dann wirklich auch zu mir nehme, ja, das tue ich wirklich. Und das möchte ich jetzt mal in diesem Video zeigen, dass man das also zubereiten kann und dass man das auch gut trinken kann. Was braucht man? Also wie gesagt, bei der Instagram-Seite habe ich die einzelnen Ingredienzen aufgezählt. Das Ganze basiert also erstmal auf Leitungswasser natürlich. Und hier ist eine Stoppuhr, da kann man sehen, wie lange die Zubereitung dauert. So. Also erstmal 50 Gramm Lupinenmehl. Zu den einzelnen Bestandteilen sage ich jetzt nichts. Man kann sich ja darüber mit informieren, ob das sinnvoll ist oder für einen persönlich vielleicht weniger sinnvoll ist, so etwas zu sich zu nehmen. Jedenfalls bei mir hat es sehr gut alles geklappt. Zuerst also 50 Gramm Lupinenmehl. Von der Süßlupine aus Deutschland. Früher hatte ich Proteinpulver genommen, also Casein normalerweise, Micellaris Casein, aber jetzt bin ich gewechselt zu Lupinenmehl. Dann 50 Gramm Hanfsamen ungeschält. Auch natürlich aus Deutschland, kontrollierter Anbau. Speisehanf. Wieder 50 Gramm. Jetzt sind wir bei 100 Gramm. Ja, ist nicht alles aus Deutschland. Ich hatte zum Beispiel früher Leinsamen genommen, aber wegen des Cadmiumgehalts bin ich gewechselt zu Chia. 20 Gramm Chiasamen. Dann Kakao, Kakaonips, also Kakaobruchstücke. Gibt es nicht in Deutschland. Aber Kakao ist so ein tolles Lebensmittel, dass, dann nehme ich den Import halt in Kauf. Nips schreibt sich N-I-B-S. Das waren jetzt also wie bei den Chiasamen auch wieder 20 Gramm, jetzt sind wir 140 Gramm. Dann Taurinpulver. Also so gefährlich, wie das manche meinen, ist Taurin nicht. Es ist zwar auch in Energy Drinks drin, aber 10 Gramm Taurin, was ich hier nehme, das ist also
jedenfalls für mich absolut problemlos. So, das waren jetzt 10 Gramm Taurin. Dann noch ein paar Gramm, so zwischen 5 und 10 Gramm Zimt, und zwar Ceylon-Zimt, also der bessere und teurere auch. So einen gehäuften Löffel etwa. Das waren jetzt 7 Gramm Ceylon-Zimt. So, das wäre es eigentlich schon. Ich tue immer noch so 2 Stücke a 1 Gramm von, das hier heißt Kaiser Natron, das ist also Wax Soda, Baking Soda. Kapitel für sich, in Amerika hat wahrscheinlich jeder Baking Soda zu Hause, in Deutschland nicht unbedingt. Aber interessante Sache, kann man sich informieren. Baking Soda, also 2 Gramm davon. So, den Rest fülle ich jetzt auch wieder mit Wasser auf. So, das hat jetzt 5 Minuten gedauert, das zusammenzustellen. Geht wohl auch etwas schneller, wenn man eine Routine hat und nicht dabei reden muss. So, jetzt kommt der Mixer. Das ist also ein 1200 Watt Mixer. Der sollte schon ordentlich Kraft haben. Und auch ein spezielles Programm, nämlich sonst, wenn sich die Scheren hier nur rotieren, dann werden manche Teile, also vor allem die Hanfsamen, und die Kakaonips kaum oder also jedenfalls zu wenig also zerrieben. Und das ist auch so, ich habe früher den Hanfsamen umgeschält und die Kakaonips so gegessen. Also wenn man gute Zähne hat, geht das, aber ab einer bestimmten Menge ist also die Belastung für die Kauorgane so dermaßen groß, dass es also einfach keinen Spaß macht. Es dauert auch sehr lange. Und es geht ja darum, die Nährstoffe möglichst gut zu resorbieren, möglichst gut durch den Körper aufzunehmen. Und dafür ist eben die Zerkleinerung absolut notwendig. Also, und gerade wenn man so viel von so schwer verdaulichem Lebensmittel hat, wie eben ungeschälte Hanfsamen, gibt auch geschälte, und Kakaonips, da ist so ein Mixer schon eine gute Investition. Wie gesagt, er muss ordentlich Watt haben und ein richtiges Programm, um auch größere Teile gut zerkleinern zu können. Das wird jetzt etwas laut werden. Ich könnte das natürlich jetzt mit dem Video überspringen, mache ich aber nicht. Dauert etwa 30 Sekunden. Man kann es ja vorspringen, wenn man möchte. Jetzt wird es laut. Fertig ist das Abendessen. Nee,
jetzt noch zu früh, ich werde das natürlich ganz essen, aber um zu zeigen, ich trinke das tatsächlich. Auch wenn das gut zerkleinert ist, ist es natürlich wichtig, dass auch weiter noch im Mund etwas zu kauen, um möglichst gut die Nährstoffe aufnehmen zu können. Also alles echt, was ich hier fotografiert und behauptet habe. Warum mache ich solche Videos? Werde ich ja auch immer wieder mal gefragt. Mir geht es einfach um die katholische Lehre und dazu gehört auch die Pflicht zur Gesunderhaltung. Und gerade jetzt im 21. Jahrhundert kann man sich einfach nicht mehr daraus sehen, dass man auch als Priester gerade von Sport, von Ernährung, überhaupt von gesunder Lebensweise keine Ahnung hat. Ich meine, man denkt zum Beispiel an Hildegard von Bingen oder Sebastian Kneipp. Es ist einfach notwendig, sich darüber zu informieren. Als Priester ist man immer ein Vorbild, ob man will oder nicht. Und Priester, die also auch Christen generell, aber gerade Priester, die sich in der Hinsicht, also in der Hinsicht der Gesundheit gehen lassen oder sich wahrscheinlich noch irgendwie hedonistisch da bekochen lassen von irgendwelchen Haushälterinnen oder in irgendwelchen Häusern da großes Brimborium machen lassen. Das ist also sehr fragwürdig. Man kann sehr preisgünstig, das kostet unter 2 Euro hier, sehr preisgünstig, sehr gesund sich ernähren, wirklich überschaubarer Zeit. Und man sollte sich wirklich überlegen, inwieweit auch die Ernährung, die gesunde Lebensweise mit dem christlichen Grundsatz in seinem eigenen Leben zu vereinbaren ist.